Hallo, ich bin Hannah und ich stelle euch mal eines der Materialpakete vor. In den Paketen findet ihr ganz viele Anregungen, die passend zu jeweils zwei Songs ausgearbeitet sind, damit ihr sie eben direkt in der Klasse umsetzen könnt. In diesem Fall sind es die Lieder Frösche in der Nacht und Der Papagei ein Vogel ist. Wir gehen das einfach mal zusammen durch, damit ihr einen Überblick bekommt. Ihr könnt im Unterricht eigentlich direkt mit dem ersten Lied starten, das Frösche in der Nacht. Und so circa 1 bis 2 Unterrichtsstunden dafür einplanen. Es gibt natürlich ganz viele liedbezogene Tipps, wie ihr das Lied einführen und einüben könnt. Zu jedem Lied gibt es Anregungen und konkrete Umsetzungsideen in den Bereichen Stimme und Stimmung. Also, welche gesangstechnischen Besonderheiten gibt es und wie kann man die Interpretation individuell gestalten? Dann eine melodische und/oder rhythmische Begleitung und 1 bis 2 weitere Kompetenzfelder, wie zum Beispiel Bewegung, Tanz, Pantomime oder Theater oder aus dem kreativen Bereich den Liedinhalt malen oder basteln. Manchmal auch eigene Liedtexte dazu schreiben und erfinden. Es gibt viele Höraufgaben, zum Beispiel in Verbindung mit einem Lückentext und auf das Thema angepasste Spiele. Also einfach gerade, was mir irgendwie so eingefallen ist, was zu den Liedern gut passen könnte, was man ergänzen kann, teilweise eben auch fächerübergreifend, damit ihr so ein schönes Gesamtpaket einfach habt. Stimmlich findet ihr da bei dem Lied ein Warm-up, passend zu den 4 Akkorden des Akkordschemas. Ja, also das ist ja, vielleicht weiß nicht, ob ihr es im Ohr habt oder überhaupt kennt das Lied, es ist ja Frösche in der Nacht, die sind so einsam. Und die Grundtöne der Akkorde wären dann auch oh, 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 oh. Ja, dass ihr mal ungefähr wisst, wovon ich eigentlich rede gerade. Genau, dazu gibt es eben Warm-up inklusive Variation und Erweiterung. Für die Interpretation erkennen und markieren die Kinder die verschiedenen Emotionen im Liedtext und ich erkläre euch dann, wie man diese Emotionen dann mit der Stimme umsetzt, damit ihr das dann den Kindern auch vermitteln könnt. Die melodische Begleitung basiert hier ebenfalls auf den Grundtönen der 4 Akkorde, die die Klasse dann auf Boomwhackers spielt. Und für die Kinder stehen da die Noten bereit, da seht ihr schon, das ist farblich gekennzeichnet, mit den Boomwhackerern, an welcher Stelle welcher Ton gespielt wird. Es gibt auch noch eine rhythmische Begleitung mit Body Percussion, bei der ich euch Lehrkräften den Shuffle-Rhythmus im Detail erkläre und auch eine einfache Erklärung für die Kinder anbiete. Hier gibt es natürlich auch wieder ein Arbeitsblatt für die Kinder. Als Extra gibt es hier eine kreative Gestaltung in Verbindung mit dem Liedthema. Die Kinder denken sich mit Hilfe der Arbeitsblätter aus, wie die Handlung im Lied weitergehen könnte und wie sich die Beteiligten fühlen, was sie denken oder wie sie handeln würden. Und daraus entwickeln sie dann in Kleingruppen selbstständig so Mini-Theaterstückchen, die sie dann in der Klasse vorführen können. In jedem Materialpaket gibt es auch einen Zwischenteil, der als verbindendes und überleitendes Element zwischen beiden Liedern dient. Je nachdem kannst du dafür dann eine halbe oder eine ganze Unterrichtsstunde einplanen. Weil in diesem Fall beide Lieder auf Boomwhackers begleitet werden, könnt ihr im Zwischenteil gemeinsam 2 Experimente durchführen. Die Kinder können ja von den vorherigen Stunden schon die Begleitung auf den 4 Akkordtönen auf Boomwhackers. Und die spielt ihr einfach in Dauerschleife und versucht weitere passende Lieder dazu zu singen. Also wie zum Beispiel, ich lieb den Frühling, ich lieb den Sonnenschein. Oder 2 kleine Wölfe gehen es nachts im Dunkeln. Oder was haben wir noch? 10 kleine Fische, die schwimmen im Meer. Also die Lieder zum Beispiel passen alle auch zu diesem Akkordschema. Also es ist ein großes Erfolgserlebnis für die Kinder, dass sie mit dem, was sie in diese 1 oder 2 Stunden gelernt haben, schon so viele Lieder einfach begleiten können. Im zweiten Experiment darf immer ein Kind auf dem Glockenspiel improvisieren, während die Klasse weiterhin die Begleitung auf dem Boomwhacker spielt. Und weil die in C-Dur steht,
ist jeder Ton auf dem Glockenspiel auch richtig. Ja, also klingt dann auch gut. Okay, kommen wir zum zweiten Song. Ihr ahnt es sicher schon. Den kann man auch auf Boomwhackers begleiten. In dem Fall sieht es jetzt hier mal so aus. Der gesangstechnische Fokus liegt hier auf einem Artikulationstraining der Vokale und Konsonanten. Und für die Interpretation erkennen die Kinder hier wieder die Emotionen der einzelnen Tiere und setzen die dann auch stimmlich und mit ihrer Körpersprache um. Außerdem gibt es da noch eine Choreografie passend zum Refrain und eine Malaufgabe. Für das Material des zweiten Songs könnt ihr auch wieder ungefähr 1 bis 2 Unterrichtsstunden einplanen. Und das ganze Paket ist ja so ausgelegt, dass ihr euch einfach das rauspicken könnt, was gerade konkret für eure Klasse passt. Also ihr findet da jeweils auch klassendifferenzierte Tipps und Variationen. Und ihr könnt das Material also jetzt für eure aktuelle Klasse nutzen, aber auch in den nächsten Jahren immer mal wieder bei anderen Klassen. Praktisch dafür sind dann auch unsere Karteikarten. Ja, die könnt ihr euch ausschneiden und dann so zusammenkleben. Da seht ihr nochmal so einen ganz schnellen Überblick, was könnt ihr machen, was braucht ihr dazu, welche Klassenstufen, Zeit, Umfang, Umsetzung und so weiter, Kompetenzbereiche. Zu jedem Lied erhaltet ihr natürlich auch die Noten und die Liedtexte, die ihr so direkt für die Kinder kopieren könnt. Ja. Und das Tolle bei den Noten ist, dass ihr unten alle wichtigen Infos auch nochmal zusammengefasst habt. Also die Tonart, das Tempo, der Tonumfang, die Grundtöne und eine einfache Begleitungsmöglichkeit. Und oben in der Ecke hier ist immer ein QR-Code. Den könnt ihr oder natürlich auch die Schüler zu Hause ganz einfach mit eurer Handykamera scannen. Ups, da kommt hier oben der Link. Einfach anklicken. Kommt ihr automatisch auf die Seite, auf der ihr euch das Lied anhören könnt. Der Papagei, ein Vogel ist. Na, also super einfach. Das Lied und das Playback sind aber natürlich auch im Materialpaket inbegriffen. Ich hoffe, ich konnte euch einen groben Überblick geben, was ihr alles so mit dem Materialpaket bekommt und wie ihr damit arbeiten könnt. Schaut euch doch gerne mal einfach im Shop um. Es gibt ganz viele verschiedene Pakete, jahreszeitenbezogene, aber auch neutrale Liedthemen, die ihr dann auch jederzeit einsetzen könnt. Dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Umsetzen in der Klasse und vor allem beim gemeinsamen Singen und Musik machen mit den Kids.